In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Am Puls ist eine Kooperation von ATV und dem Universitätsklinikum Augsburg. Business TV. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Am Puls. Bei uns steht diesmal die Neurochirurgie auf dem Programm. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Krankheitsbildern, die wir am zentralen und am peripheren Nervensystem finden. Wir werden uns mit Hirntumoren beschäftigen, aber auch mit dem Bandscheibenvorfall. Ich begrüße Sie aus dem Universitätsklinikum Augsburg, genauer gesagt aus dem dortigen OP-Bereich. Der wurde ja vor wenigen Jahren komplett modernisiert. Das heißt, alle OP-Säle sind technisch auf dem neuesten Stand. Aber es gibt einen, der kann noch ein bisschen mehr. Das ist die sogenannte Brain Suite, OP-Saal Nummer 5. Und der ist eine ganz wichtige Einheit für den Bereich der Neurochirurgie. Und um all diese Möglichkeiten zu verstehen, die dieser Operationssaal bietet, schauen wir uns jetzt einfach eine OP an. Eine Operation an der Wirbelsäule steht auf dem Programm. Durch eine Entzündung wurden beim Patienten zwei Lendenwirbel stark beschädigt und diese sollen nun in einem ersten Schritt durch Schrauben und Stangen stabilisiert werden. Im OP-Saal Nummer 5 befindet sich ein hochmodernes CT-Gerät, das gleich zu Beginn der Operation zum Einsatz kommt. Wir erheben ja mit der Computertomographie einen Datensatz. Dieser Datensatz wird dann durch das Navigationssystem so moduliert, dass wir alle für uns wünschbaren Schnittebenen erzeugen können und uns sozusagen eine dritte Dimension ermöglicht, die wir ja in Wirklichkeit nicht sehen, wenn wir flach auf den Patienten schauen. So können wir praktisch in der Tiefe uns orientieren. Das Navigationsgerät ist quasi das Herzstück der Brain Suite und funktioniert mit Infrarotkameras. Die sogenannte Kamera strahlt Infrarot aus und ist auch gleichzeitig ein Empfänger. Sie hat, wir nennen das zwei Augen, rechts und links jeweils ein Sende- und ein Empfangsauge. Und die Instrumente sind mit diesen reflektierenden Kügelchen bestückt. Durch die verschiedenen Laufzeiten vom Aussenden und wieder zurückreflektieren durch die Kugeln und die Geometrie der Sterne, die an den Instrumenten sind, kann das System dann diese im Raum orten. Der Blick des Operateurs geht deshalb oft zum Bildschirm und nicht mehr auf den Patienten. Denn die Genauigkeit der Bilder aus dem CT bzw. der Navigation ist mit dem Blick auf den OP-Tisch nicht zu vergleichen. Ja, der Patient ist ja abgeglichen mit dem Datensatz, sodass wir in der Tat eigentlich im Cyberraum operieren, in den digital erhobenen Daten. Und da wir nach doch jetzt mittlerweile fast 5 Jahren Erfahrung so großes Vertrauen auch in diese Technologie haben, kann man tatsächlich in den CT-Bildern navigieren, seine OP durchführen, ohne direkt auf den Patienten zu schauen. Die Präzision der Ergebnisse, bei dieser OP zum Beispiel die Lage der Schrauben, ist durch die Möglichkeiten der Brain Suite stark gestiegen. Doch natürlich muss man das auch erst einmal lernen. Also da es viel Spaß macht, weil zum Beispiel gerade diese Wirbelsäule-Sache wirklich wie ein Computerspiel ist, ist man da recht schnell im Lernen. Man muss es natürlich öfters hintereinander machen, man muss schauen, dass man bei der Sache bleibt, weil das ist einfach eine Übungssache. 2-3 Mal gemacht, ist man schon gut dabei. Und das meiste ist auch an diesen ganzen Computersachen selbsterklärend. Also schön aufgebaut, dass man es gut lernen kann. Am Ende dieser OP wurde der Patient insgesamt 3-mal durch das CT geschoben. Durch diese ständige Kontrolle kann man also sicher sein, dass die Schrauben genau richtig sitzen. Die Brain Suite als wichtige Einheit auf dem Gebiet der Neurochirurgie haben wir ja jetzt kennengelernt. Dort werden unter anderem auch Hirntumore behandelt und genau die beschäftigen uns jetzt etwas genauer. Und dazu darf ich hier den Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Augsburg begrüßen. Und das ist Professor Dr. Volkmar Heidecke. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hirntumore, Herr Professor Heidecke, da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur den einen, sondern eine Vielzahl. Vielleicht versuchen wir die erstmal so ein bisschen zu definieren. Gut, die allgemeine Definition für Hirntumore, so wie wir sie
in der Regel verstehen, sind alle Tumore, die im Schädelinneren wachsen. Das sind also zum einen die Tumore, die vom Gehirn selber ausgehen, beziehungsweise auch von den Hirnhäuten. Wir müssen aber auch die große Gruppe der fremden Tumoren, also der Metastasen, hier mit berücksichtigen, die von anderen Organen mehr oder weniger gestreut im Hirn etabliert werden. Wie häufig sind denn Hirntumore oder gibt es irgendwie eine Gruppe von Erkrankungen, wo Sie sagen, die sind sehr häufig und die behandeln wir hier auch sehr häufig? Die enge Gruppe der sogenannten hirneigenen Tumore, über die wir ja jetzt eigentlich sprechen, hat eine Häufigkeit von ungefähr 8 bis 12 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Das sind für Deutschland knapp 10.000 Neuerkrankungen pro Jahr ungefähr gerechnet. Und die Hauptgruppe stellen die astrozytären Tumoren, also die sogenannten Gliome. Wir haben hier eine Unterscheidung entsprechend des Wachstumsverhaltens in recht gutartige Tumore bis hin zu bösartigen Prozessen, den sogenannten Glioblastomen. Die Einteilung ist hier in 4 Grade entsprechend des Wachstumsverhaltens. Wir behandeln etwa 1 bis 2 Hirntumore pro Tag, wobei das die Gesamtgruppe einschließlich der Metastasen umfasst. Woran merkt denn ein Patient überhaupt, dass er einen Hirntumor hat? Gibt es irgendwelche typischen Symptome? Oder wie kommt man überhaupt drauf, im Kopf stimmt was nicht? Die klinische Symptomatik von Hirntumoren kann sehr, sehr verschieden sein. Man muss hier eine gewisse Gruppierung der Symptome vornehmen. Häufig erkranken die Patienten zuerst oder fallen auf mit epileptischen Anfällen, mit Kopfschmerzen, mit Schwindel, mit Sehstörungen. Das hängt ganz davon ab, wo der Prozess wächst. Es gibt im Hirn sogenannte funktionstragende, eloquente Areale. Dort kann in der Nähe ein durchaus sehr kleiner Tumor bereits in einer Frühphase eine klinische Symptomatik auslösen. Auf der anderen Seite gibt es Tumore in sogenannten stummen Regionen, die durchaus eine gewisse Größe erreichen können, ehe sie klinisch auffallen. Dann meistens in Form von Hirndruck. Sie müssen sich vorstellen, das Schädelinnere ist zu 100% von Knochen umgeben, sodass jedes Wachstum, jede zusätzliche Raumforderung im Inneren zu einer Druckerhöhung führt, die dann irgendwann klinisch symptomatisch wird in Form von Kopfschmerzen, in Form von Sehstörungen, von Schwindel, aber auch zum Beispiel in Form einer Verlegung der Hirnwasserpassage. Wir haben ja das Beispiel der Brain Suite gesehen. Auch dort werden Operationen am Gehirn häufig vorgenommen. Da sind Sie, ja, was die Ausstattung angeht, auf einem ja sehr hochmodernen Stand. Aber nichtsdestotrotz haben die Patienten vielleicht doch auch noch sehr oft Vorbehalte, wenn sie erfahren, dass sie am Gehirn operiert werden müssen. Hat das irgendwie besondere Besorgnisse, die da hervorgerufen werden, weil es ja doch ein sehr sensibler Bereich ist? Die Sorgen sind durchaus berechtigt. Die eine Seite ist die technische Seite. Und da ist es tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, wir sind hier in einem modernen Industrieland. Die Brain Suite ist mit die Spitze des technisch Möglichen. Die andere Seite ist natürlich das biologische Verhalten des Tumors. Insbesondere die hirneigenen Tumoren wachsen nicht abgegrenzt, sondern sie wachsen invasiv. Das heißt, wir haben also keine klare Grenze zwischen dem Tumor und dem gesunden Hirn, sodass auch bei maximal möglicher Resektion immer noch einzelne Tumorzellen im Gehirn verbleiben, die dann ein Ausgangspunkt eines Rezidivtumors werden. Also, dass er wiederkommt. Und die natürlich neben der Operation noch andere Therapieoptionen erfordern. Jetzt haben wir hier am Universitätsklinikum Augsburg, denke ich mal, zumindest eine hochspezialisierte Klinik für Neurochirurgie. Aber es gibt natürlich auch kleinere Häuser. Ist da überall der gleiche Standard gegeben? Oder was würden Sie einem Patienten empfehlen, wohin er sich wendet? Wo ist er denn am besten aufgehoben? Sie sprechen hier ein sehr sensibles Thema an, was in letzter Zeit Gegenstand vieler Diskussionen geworden ist. Natürlich sehe ich es so, dass wir hier als große Neurochirurgie, wie überhaupt große klinische Einrichtungen, sehr viele Patienten behandeln. Was bedeutet, dass wir im Umgang mit diesen Patienten und mit ihren Krankheitsbildern große Erfahrungen verfügen? Das ist das eine. Und Chirurgie ist ein Handwerk und je mehr ich das betreibe und je intensiver, umso besser beherrsche ich es auch.
Das andere ist aber auch, dass wir natürlich interdisziplinär zusammenarbeiten. Wir haben eine Neuroradiologie, die uns im Vorfeld die besten Bilder zu der Durchblutungssituation, zu der Lage des Tumors herstellt. Wenn wir möchten, dass der Tumor vorher embolisiert wird, damit es in der Operation nicht weit blutet, dann sprechen wir mit unseren Kollegen, dann wird es gemacht. Hinterher werden die Patienten im Tumorzentrum vorgestellt. Dort gibt es Onkologen, da wird die beste Chemotherapie ausdiskutiert. Es erfolgt gleichzeitig eine Bestrahlung. Wir haben hier moderne Linearbeschleuniger im Haus. Die Gesamtkosten dieses Equipments laufen im zweistelligen Millionenbereich. Und das ist natürlich etwas, was sich ein kleineres Haus in dieser Form nicht leisten kann. Ich sehe es also schon als sinnvoll, in speziellen Krankheitsbildern spezielle Einrichtungen aufzusuchen. Und Hirntumore zählen zu solchen speziellen Krankheitsbildern. Also der Vorteil von so einem Zentrum, wie wir es hier haben, sind die Erfahrung, die Ausstattung und die Vernetzung mit den anderen Kliniken. So ist das. Dann sage ich herzlichen Dank für den Einblick. Vielen Dank für Ihre Zeit, Professor Heidecke. Gerne. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Gesundheitstipp. Da geht es diesmal um den Bandscheibenvorfall. Schmerzen im Rücken bzw. in der Wirbelsäule sind meist der erste Hinweis auf einen Bandscheibenvorfall. Zieht der Schmerz bis ins Bein, ist dieser Vorfall im Lendenwirbelbereich zu finden. Also prinzipiell können an der gesamten Wirbelsäule Bandscheibenvorfälle auftreten. Weit am häufigsten ist die Lendenwirbelsäule betroffen. 80% aller Bandscheibenvorfälle geschehen in den unteren zwei lumbalen Segmenten, also zwischen dem vierten und dem fünften Lendenwirbelkörper oder dem fünften Lendenwirbel und ersten Steißbeinwirbel. Die Bandscheiben bestehen aus knorpeligem Material mit einem etwas festeren gallertartigen Kern und einem etwas weicheren Ring. Sie liegen zwischen den Wirbeln in der Wirbelsäule. Im Laufe des Lebens kommt es zu degenerativen Veränderungen. Der Ring der Bandscheibe wird porös, wird rissig und so kann es dazu kommen, dass, wenn der festere Kern sich noch nicht aufgelöst hat, die Bandscheibe oder der Nucleus pulposus, der feste Gallertkern, herausrutscht und dann gegebenenfalls auf Nerven drückt, die sich im Spinalkanal im hinteren Anteil der Wirbelsäule befinden. Zunächst versucht man, einen Bandscheibenvorfall mit Schmerzmitteln und Physiotherapie bzw. Massagen zu behandeln. Sollte der Patient von Anfang an oder sollte sich im Laufe der Therapie eine neurologische Symptomatik einstellen, was bedeutet, dass man zum Beispiel eine Lähmung im Bein haben kann oder Kribbelmissempfindungen, Taubheitsgefühle oder schlimmstenfalls sogar Störungen im Blasenmastdarmbereich, also mit Inkontinenz in beiden Bereichen oder bei Männern auch Erektionsstörungen, dann sollte man sofort die Notaufnahme aufsuchen. Dann ist vielleicht doch Gefahr in Verzug und die Operation dringend geboten. Eine Operation kommt auch dann in Frage, wenn die konservativen Behandlungsmethoden über einen längeren Zeitraum nicht greifen. Treffen kann einen Bandscheibenvorfall jeden, vor allem im Alter zwischen 45 und 55 Jahren. Vorbeugen kann man einem Bandscheibenvorfall vor allem durch regelmäßiges Training der Bauch- und Rückenmuskulatur, denn diese Muskeln halten die Wirbelsäule. Ja, und mit dem Bandscheibenvorfall beenden wir auch unseren heutigen Ausflug in die Neurochirurgie. Das war Am Puls. Eine neue Folge haben wir für Sie ab dem 20. September im Programm. Dann dreht sich bei uns alles um die Anästhesie. Wenn Sie nicht mehr so lange warten mögen, dann können Sie sich natürlich jederzeit alle bisherigen Folgen bei uns in der Mediathek ansehen, und zwar unter www.augsburg.tv. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.